Ranschen Alkohol bei der Party. Das sollte uns den Arsch retten und uns nicht noch weiter in die Scheiße reinziehen. Und was mache ich? Ich gebe Vanessa die Schuld dafür. Ich kann... Ey, warte mal, man soll ja dreimal auf Holz klopfen, wa? Warum, ich krieg's nicht mehr. Warum hast du das an? Ich kann nicht mehr. Malte, kannst du dir bitte sagen, dass ich für die WG arbeite und Promotion-Job mache? Sie geht für die WG arbeiten und Promotion. Es ist dein Ernst? Jetzt kannst du nicht mal mit mir sprechen, oder was? Oh, nee, kann ich nicht. Und dass du reinkommst und mich direkt auslachst, wie asozial ist das bitte? Ja, ich habe mir ein Brötchen mitgebracht. Ja, schön. Ich wollte dich nicht auslachen. Sorry, es sieht mir mal ein bisschen lustig aus. Warum hast du das an? Weil ich Promotion mache, damit wir hier Geld für die WG verdienen. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja. Und das kannst du auch mal machen. Irgendwas suchen, irgendeinen Kackjob. Wenn ich so ein scheiß Kostüm anziehen kann und das ehrlich noch über mich lustig macht mit Live, super, schön. Ich gebe hier mit alles. Dir. Aber nein, ich bin ja eigentlich eh die dumme Kuh. Wegen mir ist ja alles so scheiße. Meinetwegen sind wir alle arbeitslos. Meinetwegen war die Party scheiße. Ich bin schuld mit dem Lieferanten. Alles meine Schuld. Vanessa, es tut mir leid, okay? Schön. Ich habe jetzt schon so oft versucht, mit dir zu reden, aber du gehst mir die ganze Zeit nur aus dem Weg. Was soll ich denn bitte noch machen? Es tut mir leid, du bist es nicht schuld, okay? Du bist es nicht schuld. Nein. Ja, darum geht's doch auch. Willst du mir mal zuhören? Dann würdest du es vielleicht auch verstehen, dass mir das so rausgerutscht ist. Ich wollte das nicht so sagen. Es tut mir leid. Ja, aber gesagt ist gesagt. Dann kann man nicht einfach sagen, es tut mir leid, und dann ist direkt wieder alles gut. Wenn du mir immer einem die Schuld gibst, schön, aber dann guck mal, dass ich mir hier wenigstens Mühe gebe. Und das kannst du auch machen. Wir brauchen das Geld nämlich. Ja. Und du brauchst auch gar nicht so dumm zu lachen die ganze Zeit. Ich merke das doch. Ich muss jetzt nämlich einen super tollen Mega-Job machen, ein bisschen Käse verteilen. Kannst du Käse noch mitbringen? Nein, ich kann noch kein Käse mehr mitbringen. Ey, Vanessa, Mann, wir lachen doch nur mit dir. Schön. Das ist doch scheiße. Ich geh duschen. Life is off Klo. Ich halte diese miese Stimmung hier zu Hause echt nicht mehr aus. Life, kannst du dich bitte beeilen? Ich muss duschen. Da hilft nur noch Vanessa aus dem Weg zu gehen. Dabei will ich das eigentlich gar nicht. Ich habe keinen Bock mehr zu frühstücken. Wir packen das schon alles zusammen und danke für die Brötchen. Ich weiß, dass ich nicht mehr in Matrix willkommen bin, seit Miller und Mike mich und Vanessa rausgeschmissen haben. Aber ich muss einfach noch einen allerletzten Versuch starten, irgendwas zu retten. Vielleicht kann ich ja wenigstens noch für Vanessa was bewirken. Es fehlen nun mal zwei Leute. Und ja, es ist kacke, aber da müssen wir weitermachen. Ich finde es richtig scheiße, dass alles bei uns hängt die Zeit. Ja, aber wir arbeiten an der Problemlösung. Ja. Ja? Jetzt ist es so. Ja. Entweder bist du unkonzentriert oder der Navi ist zerkratzt. Bist du völlig falsche Beute. Kann passieren. Du weißt ja, wie du reingekommen bist, kommst du auch wieder raus. Kann passieren. Wegen Hausverbot. Können wir vielleicht noch mal reden? Ich kann zu tun. Wenn ihr Zeit habt. So, pass auf, folgendes Problem. Okay, pass auf, du weißt, was zu tun ist. Ja. Du musst es bitte hinten in den VIP-Bereich nochmal checken, ob sowas alles vorbereitet ist. Du, Bogen 6, 8 und 9, ja? Danke. Toni, ich weiß ehrlich gesagt nicht, über was wir noch reden sollen, weil es ist alles gesagt und die Entscheidung steht. Ich weiß, ich verstehe die Entscheidung auch und es tut mir leid, okay? Es ist aber meine Schuld. Wieso müsst ihr Vanessa bestrafen? Könnt ihr nicht wenigstens ihr den Job wiedergeben? Ich meine, das ist alles auf meinen Mist gewachsen. Ich habe die Kreditkarte von Matrix genommen. Ich habe auch die Verantwortung für diese Party, dass ich das hinter eurem Rücken gemacht habe. Und dieser Kack-Getränkelieferant, den habe auch ich bestellt. Das mag alles sein, aber die ganze Idee von der Party kommt von wem? Vanessa. Powered by Matrix. Von daher ist Vanessa raus aus dem Spiel. Aber ihr braucht doch die Leute. Ich meine. Dann stelle ich jemand Neues ein, den ich vertrauen kann. Weil darum geht's in so einem Team. Ist so. Bitte. Toni, der Vertrauensmissbrauch ist einfach zu groß. Unsere Entscheidung steht. Okay. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Vanessa wird mir nie verzeihen, dass ich ihr die Schuld an all dem gegeben habe. Und wenn wir nicht bald einen vernünftigen Job finden, können wir dem Loft endgültig Bye-bye sagen. Was ist passiert? Es ist schon okay. Toni? Was ist passiert? Hey, komm, setz dich mal hin. Ich hab einfach alles verkackt. Was hast du verkackt? Alles. Hey.
jetzt kommt diese scheiß Mieterhöhung. Dann kommt diese blöde Party. Dann will hier nach und nach jeder ausziehen. Und dann das mit diesem gepanschten Alkohol bei der Party. Das sollte uns den Arsch retten und uns nicht noch weiter in die Scheiße reinziehen. Und was mache ich? Ich gebe Vanessa die Schuld dafür. Warum? Vanessa hasst mich. Meine eigene Schwester hasst mich. Ich bin selbst schuld, ich hätte sie nicht dafür verantwortlich machen dürfen. Ich kann doch nichts dafür, dass dieser Lieferant das verkackt. Ich hätte ihr das nicht so an den Kopf werfen dürfen. Sie ist gerade wieder in Berlin und ich dachte, dass wir jetzt endlich uns als Schwester mal verstehen, was passiert. Mach alles kaputt. Noch Miller und Mike. Ich habe sogar dafür gesorgt, dass ihre Cousine auch nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Wir haben unsere Jobs verloren. Das okay, pass auf. Miller und Mike, ey, sei es drum. Die beruhigen sich irgendwann wieder, die werden euch irgendwann noch wieder verzeihen. Dann ist es wieder gut und vielleicht kriegt ihr sogar eure Jobs wieder. Okay? Aber Vanessa ist deine Schwester. Die hasst dich nicht. Du weißt ja, wie es manchmal bei ihr ist. Manchmal ist sie ein bisschen aufbrausend und so. Und dann feuert die manchmal so ein bisschen und das kann unschön sein. Ja, aber das beruhigt sich auch wieder, okay? Ihr seid Schwestern, okay? Ihr seid eine Familie. Gib dir einfach ein bisschen Zeit. Das ist gerade so ein bisschen frisch, bisschen ruppig. Das wird jeder, bin ich mir sehr sicher. Wirklich. Okay? Ich muss mal kurz allein sein, okay? Ich gehe mir ins Zimmer. Ja, ich bin das, ich bin da, okay? Ja, danke. Ja, ich darf. Hey. Toni, ich wollte auch. Nee, Vanessa, kannst du mir bitte mal einmal zuhören? Ohne dass das direkt irgendwie wieder im Streit endet. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich dir das noch sagen soll, aber es tut mir leid, okay, dass ich dir da irgendwie die Schuld gegeben habe, dass wir deswegen unseren Job los sind, wegen diesen Lieferanten. Ich wollte das nicht, ja? Ich meinte das nicht so. Aber ich war einfach so geschockt, als Mike uns gefeuert hat. Das war, weißt du, das war mal ein Job, den ich echt gerne gemacht habe. Und dafür habe ich mir echt den Arsch aufgerissen. Das ist mir nicht einfach nur so in den Schoß gefallen, wie du wahrscheinlich denkst. Ich kam da nicht mehr mit klar, mit einer schlechten Nachricht nach der anderen, das. Okay, ich habe mich einfach gefühlt wie ein Versager und da wollte ich irgendwie die Wut wahrscheinlich an dir rauslassen. Das war nicht fair. Es tut mir leid. Darf ich reden? Ja. Ja, ich wollte mich auch nochmal bei dir entschuldigen, weil mein Verhalten war auch nicht immer richtig und das weiß ich und es war halt keine einfache Situation für uns beide und ich habe auch gehört, dass du halt probiert hast, bei Mike und Miller um meinen Job zu kämpfen und da wollte ich einfach wissen, stimmt das wirklich? Ja, das stimmt, aber ich hatte keinen Erfolg. Miller und Mike, die sind einfach so sauer und enttäuscht, dass du kriegst deinen Job auch nicht wieder. Ja. Aber ich meine, dass du es überhaupt für mich versucht hast, das ist echt richtig, richtig korrekt. Und ich hätte es auch nicht gedacht, nachdem ich heute Morgen so rumgepumpt habe und dann noch so abgehauen bin. Und ich hasse dich natürlich nicht. Du bist meine Schwester und das ist auch gut so. Also wieder vertragen. Mhm. Hm. Was ist? Du riechst nach Käse. Weißt du, was ich hasse? Was? Antje und Käse. Ja, okay. Es war. Wir kriegen das alles zusammen hin, okay? Wir schaffen das irgendwie. Ja. 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 Ich geh mal duschen. Könntest du machen, ja. Vanessa, Bier! Ich helf dir. Ja.
Warte, eine richtige Bratwurst, das ist keine richtige Bratwurst. Also schon, für mich schon. Das sind vegetarische Würstchen. Lecker. Wer macht denn sowas, Alter? Wie, wer macht denn sowas? Ja. Was ist das? Das ist eine vegetarische Wurst. Weil er wird sich heute flüssig ernährt. Hey, wieso denn? Leute, ihr habt das noch gar nicht probiert. Das ist voll lecker. Ja, genau. Wenn ich genug davon trinke, schmeckt das bestimmt. So, hier. Ja. Jetzt gibt's erstmal was Ordentliches zu essen, weil zwei Bier sind ohne Schnitzel. Ihr wisst doch noch gar nicht, wieso wir überhaupt uns hier versammelt haben. Wollt ihr dann eigentlich nicht wissen? Ja, doch. Schieß mal los. Wir wirken uns sehr vertraut, oder? Baut erstmal ein bisschen Spannung auf. Wir spannen die Bettlaken, also bitte. Wir haben uns vertragen. Endgültig. Oh, ey, wenn wir das immer feiern, dann feiern wir viermal die Woche. Oh Mann, ey, das ist ja gemein. Darauf können wir anstoßen. Ich trinke sogar Bier, ja? Ja, also es ist wirklich ernst. So ernst ist es mir. So ernst ist es geworden. Vanessa trinkt Bier. Es freut uns natürlich, also, wenn Harmonie zwischen euch herrscht. Ja. Ja. Das sehe ich genauso. Und ich habe mir gedacht, dadurch... Hallo? Was? Na toll, nicht, das erst mal darauf. wir feiern das hier auf der Dachterrasse, weil wir ja wahrscheinlich nicht mehr so lange was von der Dachterrasse haben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, sollten wir das so gut es geht nutzen. Alter, geil. Das geht mir Toni. So auf den Sack. Jetzt mal ehrlich, ein bisschen optimistischer sein. Ja, ja, hast du recht. Wir haben einen Grund, optimistisch zu sein. Warum? Und zwar hat mir meine Chefin gerade geschrieben, dass du erst mal morgen mit zur Arbeit kommen kannst. Richtig gut. Und noch besser, es ist einfach eine Party-Promotion. Das heißt, kein dummes Kostüm. Das gefällt dir am meisten. Wann ziehst du da jetzt eigentlich aus? Oha. Oh. Was hab ich gesagt? Du hast recht. Optimistisch sein, positiv denken und das Universum schenkt uns Glück. So. Und darauf stoßen wir an. Oh, Zusammenhalt. Funktioniert. So. Auf. Ja, jetzt, okay. Auf die Idee. Dein bester Freund ist gerade bei irgendeiner komischen Standort. Ich hab Schiss, dass er genauso verkloppt wird wie du von diesem Typen, okay? Du musst ihm helfen, bitte. Er ist dein bester Freund mit dir. Jo, Jungs. Alles klar bei euch?